Ja, hallo, mein Name ist Martin Rupprecht. Ich bin freier Operator und Systemtechniker. Ich operiere vor allem Grand-MA-Pulte und auch Netze. Hier bei der Porsche Oldenite bin ich vorrangig für die Videoprojektion zuständig. Wir arbeiten aber in der Session, wir können beide uns gegenseitig aushelfen bzw. unterstützen. Also die Arbeitsbereiche sind zwar geteilt, aber nicht getrennt. Ja, mein Name ist Robert Sommer, ich bin beim Pool Fest, bin im Bereich Medien und Operating tätig. Ja, und habe mir das ganze Lichtdesign quasi ausgedacht und habe den Martin mir noch zur Hilfe geholt, dass man da schneller agieren kann. Ja. Also fürs Lichtdesign waren eigentlich mehrere Punkte definitiv gesetzt. Also erstens war es, dass wir keine richtige Kameraausleuchtung machen, sondern wirklich eher aufs Live-Bild achten. Andersrum, der ganze Saalbereich war eigentlich autark. Also wir sind wirklich nur zum Gestalten des Bühnenbilds eingekauft worden. Und wie gesagt, die Gestaltung des ganzen Saalbereiches ist durch die Halle gekommen. Und ja, und haben uns einfach darauf konzentriert, die Bühne schick aussehen zu lassen. Das ganze Design ist so gestaltet, dass wir wirklich die Bühne sehr breit ziehen, nach vorne offen haben und halt mit einer extremen Tiefe dadurch erreichen. Das auf jeden Fall. Die Bilder, die wir uns natürlich zusammengestellt haben, wir arbeiten hier so mit so einem Bausteinprinzip, ich glaube Martin genauso wie ich, wo wir halt einfach nachher agieren können. Wir wissen ja nicht, also was uns erwartet im Extremfall. Können wir auch mal ein Strobo einsetzen, aber ja. Also eher dezent und passt angepasst an die Musik. Die Wand wurde mir vorgegeben. Also ich habe eine aufgebaute Wand vorgefunden, auch Luxus. Der Medienserver wurde auch von Robert gewählt. Das ist ein Arcaos Media Master, der für die Aufgabe vollkommen ausreichend ist. Bin sehr zufrieden damit. Spielt das ab, was ich will, in ausreichender Qualität. Ich habe genügend Beeinflussungsmöglichkeiten, genügend Layer, um darauf flexibel arbeiten zu können. Also meine Hauptaufgabe ist A, eine Füllung für die Bühne herzustellen, aber natürlich auch ist es eine gesponserte Veranstaltung, entsprechende Logos einzublenden, wie man jetzt im Hintergrund auch schon sieht. Es macht es für die Zwischensequenzen eigentlich leichter, weil man eine Vorgabe vom Kunden hat und weil man sich nicht vollkommen frei neu erschaffen muss. Es ist für heute relativ spannend, weil ich sozusagen mit einem Content-Pool einen kompletten Abend bespielen muss, ohne genau zu wissen, was passiert. Also ich kenne zwar die Weather Girls und ich kenne auch Fox on the Run, aber das war es dann, glaube ich, auch schon im Großen und Ganzen. Also ich werde heute unter Zuruf von Robert oder dem Operator-Kollegen, der Billy Ocean macht, einfach frei aus der Hüfte feuern. Ich habe schon öfters darauf gearbeitet, ich finde es sehr angenehm. Es gibt so ein paar Sachen, die man wissen muss, die man so umschifft, wenn man mal drauf gearbeitet hat. Aber ich glaube, das ist mit jeder Hardware so, ob das jetzt bei Lichtpulten, Computern oder Ähnlichem ist, dass man einfach sein Werkzeug kennen muss, Stärken und Schwächen. Und wir arbeiten hier im Verbund. Also wir sind in der Session. Robert kann bei mir eingreifen, ich kann bei Robert eingreifen. Backup ist über eine MPU gelöst. Ich bin sehr zufrieden, ich kann mich nicht beklagen. Ich finde es gut. Ja, gerade, also ich arbeite nur noch eigentlich mit der Grand-MA 2, weil das ist einfach eine Herausforderung. Also gerade jetzt auch mit Martin hier wieder zusammenzuarbeiten, macht eigentlich mega viel Spaß, weil wir einfach uns gegenseitig auch, wir suchen viele Fehler noch raus, die uns wieder auffallen. In Kooperation mit MA lösen wir das dann irgendwie. Aber ansonsten, also das System Grand-MA 2 für mich ist auf jeden Fall alltagstauglich mittlerweile und es macht riesig Spaß damit zu arbeiten. Es ist schnell und es sind viele neue Features drin, die das Arbeiten einerseits wirklich erleichtern und auch, ich glaube, der Zukunftsgedanke dieser Pulte ist einfach gegeben und ich glaube, das hat eine Perspektive auf jeden Fall. Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube schon, also gerade um ein Zusammenspiel zwischen der Videowand und dem Licht richtig agieren zu lassen, ist das schon wichtig, dass das von einem Pult kommt und dass da nicht zwei Systeme eigentlich fremd voneinander spielen. Also da sehe ich schon so, dass es immer mehr zusammenwächst und auch von einer Person bespielt wird oder von zweien, wenn es größer wird. Vielleicht hat Martin eine andere Meinung zu, aber... Ja, also Licht und Video kommen näher zusammen, wenn es um den Bereich Bühnengestaltung geht. Also man generiert mit Licht ein Bild und das, wenn die LED oder Video Teil der Bildgestaltung ist, dann ist er natürlich beim Licht gut aufgehoben. Wenn das Ziel allerdings ist, dass man irgendeinen Inhalt präsentieren muss, den man entsprechend in hoher Qualität genau präsentieren muss,
dann bin ich der Meinung, oder ist es auch in den meisten größeren Produktionen noch so, dass man bei großen Produktionen HD-Inhalte immer noch auf eine eigene Videoregie ausweichen sollte, weil das auch irgendwann nicht mehr zu leisten ist.